Guten Morgen, ihr Lights. Jörg, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz recht herzlich zu meinem neuen Video hier begrüßen. Heute bin ich in Elmstedt unterwegs, auf dem Drifterlebnisweg heißt es hier. Ja, hier sind früher Baumstämme der Kanal runtergedriftet worden. Und das kann man sich jetzt halt quasi angucken. Ja. Der Rundwanderweg ist insgesamt 12 Kilometer lang. Ja, und es liegen auch einige Bäume kreuz und quer, wo man drüber steigen muss. Ja, man kann das Ganze auch abkürzen. Immer nur ein kurzer Weg von 2 Kilometer kann man machen. Und dann kann man den mittleren Rundweg. Ich glaube, 7 Kilometer war das jetzt ausgeschrieben. Ich habe jetzt gerade geachtet. Und der große ist 12 Kilometer. Ja, und ich guck mal, wie ich lustig bin heute. Ja. Weil die meisten Stationen liegen auf dem kleinen oder auf dem mittleren Rundweg. Und nur ein ganz kleiner Teil, habe ich gesehen, liegt so auf dem Wächel. Aber gucken wir mal. Also, ich gehe mal weiter. Man muss auf den Weg da aufpassen. Durchs Holz kreis und quer. Ob das jetzt vom Sturm war, ich kann mir es fast vorstellen. Ja, man liegt alles drum und dran, kreis und quer. Ist halt so nicht. Da muss man halt gut aufpassen. Ja, wenn man jetzt so zum Beispiel so eine Infotafel gucken will. Na, da muss man so. Ja, für meine Verhältnisse bin ich recht früh unterwegs. Gerade mal 9 Uhr durch. Ja, schon schwarz als Zähne, bis ich überhaupt aus dem Quark komme. Aber okay. Ja. Oh, ich wollte. Ja, leid, ich wollte doch eine Wandertour machen, okay. Bergkletterei. Ah, ich denke mal, dass da irgendwann ein paar Aufräumarbeiten zu machen sind. Weil, wenn man dort durchkomme. Okay. Ja, da hat es dann da oben runterkagelt. Ich guck mal, wie ich jetzt so durchkomme. Du.
bis gerade eben ging es noch über ein ganz schmales Pfettel da, wo man aufpassen hat müssen, wo man hier tappen tut, wo noch beim Quer stehen tun. Und jetzt auf einmal ist man auf einer breiten Hauptstraße da, so breite asphaltierte Weg, ja, von Single Trail und wo muss ich aufpassen zu, ja, hier kann ich gut schlendern. Ah, okay, kennt man das ja. Ja, ich bin immer gespannt, wie es weitergeht. Ah, wenn es was zu sein gibt, seid ihr dabei. Da hat es einige Bäume umgerissen, Herr. Da ist noch eine Hütte, die scheint aber privat jemand zu kehren, so wie es der Anschein hat. Ah, das ist aber auch ein schönes Plätzchen, ja. An dieser Hütte muss man sehr gut aufpassen, denn der Weg ist leider nicht ersichtlich, weil es halt ein ganz schmales
Fältchen ist, was man vom großen Hauptweg nicht gleich sieht. Man wird verleitet, geradeaus weiterzugehen an dieser Hütte. Das sollte man nicht tun. Man sollte sich zuerst das Hinweisschild, das Wegweisschild angucken und dann sollte man das schmale Pfädchen hochgehen. Da ist endlich mal wieder ein Wegweiser. Vorhin, wie ich den schmalen Weg raufgekommen bin, waren sehr viele Wegweiser. Hat man gut gesehen können. Dann geht es geradeaus weiter. Geht ein Schild fertig um die Kurve rum. Da guckt man, ja, Freifläche ist das, wo es ein bisschen freier ist. Ja, dann bin ich da rumgegangen. Kein Schild bis jetzt. Ich bin vorneweg 500, 600, 700 Meter, vielleicht sogar mehr gelaufen, ohne dass ein Schild kommt. Da hätte man einen Meter früher ein Schild noch hier machen können. Oder irgendwie wäre ich weißer. Das, was mir hier auch fehlt, ja, ist, dass man vielleicht zwischendurch mal ein Hinweisschild macht, wie viele Kilometer man hat. Ja, wie viel es noch sind. Fehlt auch irgendwie. Und was hier auch noch fehlt, ist irgendwas zum Hinsetzen. Keine Bank weit und breit. Ja, das geht ja schon reicher. Nix. Ja, das ist ein bisschen doof. Kaum tut man Mutze. Es gibt nichts zum Hinsetzen. Guckt man da an. Ja, das ist ein Jagdhaus. Und zwar Jagdhaus Breitscheid. Da sind Bänke. Da werde ich mal jetzt eine raussuchen, wenn wir mich erstmal ordentlich ausruhen. Die kleine Pause ist jetzt halt fertig. Ich habe mich kurz hingeguckt, bin ja gegessen, was getrunken. Ja, jetzt gehen wir gleich weiter. Vorne ist ein Schild, guck mal gleich noch drauf. Ja, die Jacke habe ich ausgezogen. Ja, gucke, ob das eine gute Idee ist bei dem Wind, wo der gehe tut. Aber okay, weil ich bin klatschnass auf dem Rücken. Drohnenflieger oder sowas wollte ich jetzt da nicht machen, weil da vorne sitzen Leute. Nicht, dass es da noch Ärger gibt. Ja, ich gehe jetzt weiter. Ja, und ich werde sagen, mal gucken, wie man gleich auf das Schild läuft.